Folge Nummer 22 von Avorion. Ja, ich habe zwischendurch gerade eben eine Nachricht gekriegt. Ich bin schon weitergeflogen, wie ihr seht. Ich bin aus der Sackgasse raus, bin hier runter. Da war, wo wir diese drei Teile gekriegt haben. Dann bin ich hier hochgeflogen, da war nix. Und dann bin ich hier gekommen. Und jetzt sind wir hier in diesem Bereich, wo wir mal schauen müssen, was hier so los ist. Wie gesagt, ich habe eine Nachricht bekommen, dass ein Miner nichts zu tun mehr hat. Und der Thomas Steele war das, der mir hier das geschrieben hat, dass ich hier... Ne, das war das falsche Menü, oder? Ja. Das war das falsche Menü. Das Spielermenü. Und dann hier links, dann sehe ich, was meine Schiffe machen. Und dieses hier ist zum Beispiel jetzt inaktiv. Und dieses auch. Abbauen. Keine Asteroiden mehr übrig. Aha, das war wahrscheinlich dann die Meldung. Die anderen können noch abbauen. Das heißt, wir müssen erstmal den hier weiter beschäftigen. Miner 3 ist das. Gut, dann gehen wir mal auf Karte und gucken, dass wir den Miner 3 hier mit reinkriegen. Da ist er. Der ist da unten. Dann schauen wir mal, dass wir ihm ein neues Ziel geben, wo noch was abzuernten ist. Vielleicht fliegt der mal dahin. Ah, nee, das war falsch. So, nochmal den Miner 3 aufrufen. Ich schaff's nicht. So. Irgendwie hätte der vielleicht auch durchs Tor springen können, aber ich weiß nicht. Habe ich auch gar nicht jetzt richtig probiert. Vielleicht war das ein Fehler von mir. Gut, dann sollte er, wenn er da ist, gleich nochmal da meinen. Und es kommt keine Meldung. Ich gehe davon aus, dass er dann da was findet, oder? Gut. Raus aus der Karte. Und dann inaktiv hatten wir die beiden, die jetzt die Sprungroute dann schon abgemacht haben. Das war dieses hier. Dann müssten wir gucken, dass wir den Discover weiterschicken. Der hat 100 Energiezellen da drin. Was haben wir hier? 2 Titanmetallschrott, 18 Eisenmetallschrott. Hier haben wir 150 Eisenmetallschrott und 38 Titanschrott. Ja, die sind jetzt inaktiv. Reiter 1 und der Discover. Lass uns nochmal gucken. Nein, wir bleiben jetzt gerade erst hier und schauen erstmal, was hier ist. So, Übersicht. Wir haben hier einen Ölbohrturm, eine Eismine, Edelmetallminen, Bleiminen, Bergbauschiff, Frachter, Korvette. Okay. Das ist eine Korvette. Das ist auch eine. Karte wieder raus. Ne, Karte wieder raus. Strategiekarte ist das hier, ne? Gut. Da. Was ist das? Ist das ein Asteroid? Ein dicker, fetter? Nein. Ist da einer? Ne, ich glaube nicht. Das sind nur mehrere übereinander. Da ist das Tor, wo wir gerade hergekommen sind. Okay, das hast du gehört. Oh, da. Oder ist es eine Mine? Nee, flieg mal gerade hin. Ich glaube, die Mine ist da vor, oder? Täuscht das. Täuscht, oder? Nee, ich glaube, da ist ein Asteroidendicker. Ja, geht aber leider immer an die Dingens dran. Ne? An die Mine. Aber ist ja kein Problem, wir können ja gerade drum rumfliegen, ne? Das ist ein normaler Asteroid. Gucken, dass wir da hinkommen. Ne, ich schaffe das nicht, den anzuklicken. Ich meine aber, dahinter ist das, oder? Wo
Oder ist es eine Doppelgeschichte? Ah, ich glaube, das ist zusammenhängend, ne? Oder sehe ich das falsch? Schwierig zu beurteilen, ne? Deswegen fliegen wir mal ganz nah dran. Ne? Das gehört wohl zusammen. Okay. Ich dachte, das hier wäre ein Asteroid hier unten, aber. Also so ein einnehmbarer, ne? Aber das ist wohl nicht so. Das hängt zusammen. Ja, hier sieht man es jetzt, dass das da alles dran leuchtet. Schade. Naja, war eine Idee wert, ne? Hätte Geld bringen können. So. Was haben wir? Achso, hier haben wir mit den Minen nur alles vor allem. Ja, das war jetzt ein Fehlfluch sozusagen, aber hätte ja sein können, ne? So, was machen wir jetzt? Zentrum war nach oben links, ne? Da geht jetzt aber leider gerade kein Weg lang. Wir können nur weiter nach Norden fliegen. Sollten wir das vielleicht tun? Das Tor dahin ist wahrscheinlich ewig weit weg. Wahrscheinlich sind wir jetzt auch noch in die falsche Richtung dazu geflogen. Da ist das Nordtor. 25 Kilometer, das ist natürlich ein Stück. Und wir sind auch nicht die schnellsten mit unserer Drohne hier. Ja. Wie machen wir das? Ein Cut da rein, oder? Würde ich sagen. Ich schneide das zwischendurch mal weg und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. So, wir sind ein Stück weiter. Dieser Sektor ist jetzt schon der übernächste. Da gab es halt nur zwei Tore und dann war nichts sonst. Jetzt sind wir in einer Kreuzung, wo es weitergeht. Schauen wir uns mal an. Da ist ein Handelsposten. Mal gerade gucken, ob man hier so einen dicken, fetten Klotz... Ah, da ist da was, oder? Das ist doch ein Asteroid zum Einnehmen, oder? Ja, sonst Ressourcendepot ist hier, ein Handelsposten ist hier, vier Flugzeuge und sonst vier Tore halt. Mehr ist nicht. So, wo ist jetzt das Ding hin? Da oben. Dann fliegen wir da hin und nehmen den noch ein. Denn das müsste ja gehen hier, oder? Hier leuchtet immer mehr weiße Titanium-Asteroiden auf, wie ich so sehe, ne? So, Leute sollten mal mehr in diese Richtung kommen zum Aufnehmen, würde ich sagen, ne? Also Ware holen. Ja, den können wir definitiv annehmen. Ich weiß nicht, ob dahinter... Ne, das ist nicht, das ist anders, oder? Ne, dahinter ist nichts. Das sind einzelne Asteroiden. Ich habe jetzt wirklich den erwischt, der dazwischen klemmt und wirklich ein großer ist, oder? Ja, Glück gehabt, ne, bei diesen vielen Asteroiden, den gerade auszuwählen. So, dann können wir den noch einnehmen. So, F einnehmen. Und F. Asteroid verkaufen. Oh, wir haben drei Fraktionen. Freibeuter wollen wir nicht. Die Wege haben wir gerade gemacht. Und jetzt haben wir hier noch Konzern von Jokwai. Gut, das würde bedeuten, wir gucken erstmal nach der Konzern von Jokwai. Der ist neutral. Die sind wir ja schon jetzt auf einem guten Weg. Da müssten wir jetzt überlegen, dass wir die vielleicht schon pushen, oder? Da ist immer noch gar nichts. Lilis Freibeuter sind wir sowieso schon ausgezeichnet mit. Hier könnte man sicherlich steigern. Aber da wäre natürlich noch eine richtig coole Geschichte, da noch mehr zu kriegen, oder? Ich glaube, wir machen das mit denen schon mal. Gut Freund werden.
Hoffentlich verschlechtert sich das nicht zu den anderen dann dadurch. Ja. Verkaufen wir. Und verbessert. So, jetzt da nochmal hin. Er ist ein ganzes Stück rübergegangen schon, ne? Das ist schon nicht schlecht. Gut. Weitere Ziele. Ich würde jetzt erstmal in diese Richtung wollen. Aber was ist das für ein Tor? Ich will hoffen, dass es das Nord-Nordwest-Tor. Würde aber auch gehen, Nord-Nordwest, oder? 411, 128 findet jetzt keine Asteroiden mehr. Das heißt, wir gehen wieder auf die Karte. Okay, das ist hier das Schiff. Asreiter 3. Karte. Wo ist Asreiter 3? Da. Okay, der ist schon ziemlich weit hier oben. Dann würde ich sagen, soll der mal dahin sprengen. Kann der jetzt nicht hier hinspringen? Ich muss den erst so machen und dann so machen, oder was? Nee. Asreiter bitte auswählen, Asreiter dahin sprengen. Das sind ganz viele Sachen, ne? Aber das, was ich will, ist da jetzt nicht so bei. Nämlich Stopp. Haben wir jetzt erstmal den Haltbefehl gegeben, ne? Ah, jetzt geht's auch. Wenn der Befehl da weg ist, dann kann er doch tatsächlich auch ein Tor nutzen. Das ist doch schon mal schön. Jetzt haben wir das rausgefunden, ne? Gut, der fliegt da jetzt durch. Das ist schon mal super. Und habe ich da mal reingeguckt, wie da die Sektoren der Dingens ist. 352 Asteroiden. Pff, naja, egal. Wir können ihm ja jetzt dann auch den Befehl danach noch geben, abzubauen, oder? Gut, und wenn er da... Ne, lassen wir so und fertig. Gut, dann wird er sich gleich melden, wenn er da durchgesprungen ist, würde ich sagen. Wir wollten weiter zu diesem Tor, oder? Oder ist hier noch irgendwas in diesem Sektor? Ja, mit der Drohne durch die Gegend fliegen ist ein bisschen schlecht. Hast du nichts drin, ne? Jetzt haben wir den dicken Fetten da gerade verkauft. Aha, der hat die Torgebühr bezahlt und dann geht er jetzt abräumen. Also er hat jetzt auch nicht gemeckert, dass er da jetzt nichts kriegt oder so, ne? Ost-Nordost-Tor? Nee. Wo ist das andere Tor? Das war das Südtor, da sind wir hergekommen. Und das ist das West. Südwesttor, West-Südwesttor, ja, das ist eigentlich mehr Richtung Zentrum, ne? Komm, wir fliegen dahin. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Wir haben den Sprung in den nächsten Sektor vollbracht und, ja, was gibt's hier? Schauen wir mal auf die Karte. Und Rinderfarm, Carbonextraktor, Chemikalienfabrik, Fruchtfarm und Weizenfarm. War das Weizenfarm? Ja. Zwei Tore gibt's und 7 Schiffe. Und Asteroiden gibt's hier auch. Und der Weg führt nur nach Süden weiter. Würde ich jetzt tendenziell aber auch in Angriff nehmen und gucken, dass wir hier irgendwo weiterkommen. Alternativ natürlich schauen, ob wir hier wieder so einen tollen Asteroiden vielleicht finden. Hier sind gerade so viele um die Ecke. Aber ich sehe in dem Gewühl gerade keinen, ne? Naja, da gibt's auch noch mehrere Haufen. Stopp mal, der da, der sieht so dick und fett aus. Ist er aber nicht. Ja, hier ist wohl keiner. Dann sollten wir das zweite Tor ansteuern, was es hier gibt. Und das ist da. Süd-Südwest-Tor halt. Und da schauen wir dann, warte mal, da links. Ne, ich glaube, das ist kein Asteroid, der, den man einnehmen kann, oder?
Nee, ne? Nee. Der da? Auch nicht. Der ist auch nicht. Die sehen nur so aus, die sind nicht so. Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir weiter zu dem Tor, ne? Bis gleich. So, wir sind durch das Tor gesprungen, wieder ein neuer Sektor. Wir befinden uns zurzeit hier. Da gibt es ein Tor noch weiter nach da, das ist schon mal gut. Und wir haben hier was? Eine Forschungsstation, zwei Tore und zwei Schiffe von denen da und ein paar Asteroiden. Mehr haben wir nicht. Das bedeutet, wir sollten einmal schauen. Ja, Forschungsstation bringt uns jetzt nichts, aber wir wissen jetzt schon mal, wo eine ist. Das ist schon mal gut. Und dann könnte man noch ein bisschen gucken, ob man hier vielleicht noch irgendwo so einen Asteroiden findet. Nicht wirklich, oder? Da. Auch nicht. Ist hier schlecht zu sehen in dem Sektor, ne? Detektor brauchte man dann hier, ne? Okay, all den Schiffe sind aufgetaucht. Das ist nicht gut. Ja. Unser Ziel wird dann das Tor sein, würde ich sagen, ne? Ach so, was wir noch machen können, die Schiffe, die hier sind, gucken wir mal auf die Strategiekarte. Was haben wir denn hier? Haben wir einen Transporter, den können wir doch was fragen. Das hatten wir noch nicht gemacht beim letzten Mal. Wir haben ja auch unsere Dingens zu dieser Leuten hier. Ich habe einen weiteren Piratenkönig. Wo ist dein Heimatsektor? 431. Das ist für uns jetzt eine wichtige Information, weil da gibt's ja dann auch so ein Dingens, sag schon, so ein wie heißen sie denn jetzt? Update-Modul. Sozusagen. Ich komme jetzt nicht drauf, wie er heißt, ne? Diese Karten da. 431. Wir sind bei 300. Bis 431. Das heißt 431. Das ist hier unten irgendwo dann. Hatten wir die noch nicht? Dann ist das hier irgendwo. 431. Da muss der Sektor sein. Okay. Wir haben da ein Schiff in der Nähe, was abbaut. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir da hinkommt. Kommen. Das würde bedeuten, Sektor markieren wir mal. Vielleicht haben wir dann da Erfolg und können da was machen. Gut, okay, dann sind wir aber erstmal hier, werden jetzt nach da weiterfliegen und schauen, was da noch los ist. Das ist jetzt die... Nee, das ist nicht das. Das ist das Tor, wo wir sind in der Nähe, ne? Genau. Ach man, das müssen wir so ausmachen. Ist das jetzt das Tor, wo ich schon hin will? Nord-Nord-Ost-Tor? Nee, das ist das Tor, wo wir gerade durchgesprungen sind, weil wir so reinzoomen können in unsere Mini-Furz-Drohne. Die da jetzt kommt. So, das andere Tor ist wo? Da. Ja, das bedeutet, wir fliegen in diese Richtung weiter. Schauen zu, dass wir da noch was erreichen. Keine Ahnung, was uns da erreichen entgegenkommt. Wir werden sehen. Vielleicht sind wir da schon in einem anderen Bereich. Konnte man das schon sehen? Nein, das konnte man noch nicht sehen, dass da ein neuer Bereich ist. Wir werden es aber erfahren, wenn wir durch das Tor durchgesprungen sind. Würde ich sagen, machen wir aber dann das Ganze, denke ich, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, der Thomas, der macht das ja schon regelmäßig, das finde ich super. Und habe dann auch den einen oder anderen Tipp, ach so, gierig, ja, hat er noch geschrieben, ne? Ich bin gierig drauf geworden, mir irgendwas zu kaufen. Dann ja, wir müssten das dann mal mit dem gierig machen, wo ich jetzt sehe, wie viele Slots so eine Dingensabbau Möglichkeiten da gibt. Das werden wir aber alles hinkriegen. Okay, ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Oder, ach, wir sind so nah am Tor. Ich spring noch mit euch durch gerade. Ist nicht mehr lange. Und es ist schon viel Titanium hier, also
Da werden wir gleich bestimmt schon irgendwann auch auf das andere Zeug treffen, ne? Als Reiter Discover wurde bezahlt. Kurz da noch reinspringen und dann gucken wir uns noch einmal ganz schnell um. Upgrade-Fabrik oder was das ist, ne? So, kurz in die Karte. Okay, das ist jetzt hier noch nix. Ärger, Nanobit, Computerkomponentenfabrik, Prozessorfabrik. Hier ist richtig gut was los. 2 Tore, 6 Schiffe, das ist schon mal was Cooles. Da kann man Jäger kaufen. Ja, da habt ihr den Sektor jetzt noch mitgekriegt und denke ich mal, da kümmern wir uns in der nächsten Folge dann weiter drum. Ich sag bis dann. Tschüss.